Freunde, herzlich willkommen zu der lang ersehnten Office-Tour. Wir wollten die ganze Zeit abwarten, bis das Office fertig ist, damit wir mal alles zeigen können. Aber ich dachte, wir machen das so ein bisschen tagebuchmäßig. Denn dann können wir uns in einem halben Jahr nochmal anschauen, was wir alles hier verändert haben und wie sich das hier entwickelt hat. Fangen wir mal hier im Eingangsbereich an. Freunde, das sieht man, wenn man direkt bei uns reinkommt. Rechts, wo die Wand ist, neben dem Tischkicker, wird eine riesen Sneakerwand kommen. Das dauert aber noch ein bisschen. Jeder, der bei uns zu Gast ist, muss erstmal eine Runde Tischkicker gegen uns spielen. Wenn er verliert, kann er direkt wieder nach Hause gehen. Links sehen wir unsere Couch-Ecke und die Playseats und zwei Friseurstühle, zu denen komme ich gleich mal. Die Sofa-Ecke existiert nicht nur, damit unsere Gäste sich dorthin chillen können, sondern das wird auch unsere neue Podcast-Ecke sein, denn da wird wieder was losgedreht. Kommen wir mal kurz zu den Friseurstühlen, denn die haben wir geschenkt bekommen, zusammen mit dem Tischkicker, den ihr gerade gesehen habt. Wir können ja mal ein kleines Gewinnspiel machen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wer uns diese Friseurstühle und den Tischkicker geschenkt haben. Eventuell könnt ihr es ja hier an den Logos erkennen von den Friseurstühlen. Schreibt es in die Kommentare zusammen mit eurem Instagram-Namen. Ich suche mir zwei Leute raus und schicke denen jeweils eine Rapbox zu. Dann seht ihr hier die Playseats, die wir von Logitech bekommen haben. Die Twitch-Ultras werden sich erinnern, wir haben schon mal ein, zwei IRL-Streams gemacht, wo wir das Ding auch mal gezeigt haben und auch schon mal drauf gespielt haben. Leider erkennt ihr auch schon, dass sie sehr viel Platz hier einfach wegnehmen und wir einfach den Platz gerne für andere Sachen nutzen würden. Deswegen, falls einer von euch ernsthaft Interesse an den Dingern hat, schreibt uns mal gerne, vielleicht können wir uns ja auf den Preis einig werden. Dann geht es hier weiter. Auf der linken Seite haben wir einige unserer Gold- und Platinplatten aufgehangen, die wir bekommen hatten. Platinplatte von Bowser, für was du Liebe nennst. Dann natürlich die legendären JBG-Platten. Einmal Platin und einmal Gold. Dann haben wir hier so einen kleinen Schrank, wo wir einfach mal übergangsweise einige Sachen aufgestellt haben. Wie zum Beispiel die Zugzwang Awards von Roos für das Frühjahr 2022 und 2023. Und natürlich ist in der Mitte noch Platz für den Award, den er nächstes Jahr holen wird. Dann geht es hier weiter in den Raum, wo Roos immer streamt. Da seht ihr auch seine eigene Goldplatte, zusammen mit Mojip für immer wieder. Falls es euch interessiert, mit was für einem PC der Roos streamt, ich blende euch hier mal die Daten ein. Ihr könnt den auch 1:1 nachkaufen auf Boostbox. Ich packe euch mal den Link in die Beschreibung. Hier sind auch unsere neuen Stühle, die wir von Maxnomic bekommen haben, mit dem schönen Roos World Logo hinten und natürlich in unseren Farben. Das ist unser Whiteboard, wo wir immer unsere Supporter auf Twitch reinschreiben. Shoutout an alle, die hier draufstehen. Das ist das Badezimmer, wurde auch komplett neu renoviert. Achtet bitte nicht auf meinen Bauch. Dann geht es hier weiter in unseren Konferenzraum. Das ist so die Arbeitsstelle von André, der sitzt hier immer mit den Illuminaten und entscheidet, dass es keine Gehaltserhöhung für mich gibt. Und es ist auch der Ort, wo Roos und ich nach den Streams immer Mandalorian gucken. Da wo jetzt die Bang & Olufsen Box da hinten steht, die kennt ihr auch von unseren Streams, wird noch eine Couch hinkommen, es werden neue Stühle hinkommen, ist alles schon bestellt, wir warten nur auf die Lieferung. Und natürlich darf ein Schachbrett in diesem Office nicht fehlen. Kleiner Funfact zu André, er ist der jüngste Schwarzgurt in Luther Livre in ganz Deutschland. Dann kommt schon unsere kleine Küche, die wir uns hier neu aufgebaut haben. Natürlich auch mit einer Kaffeemaschine, denn wir arbeiten schon sehr, sehr lange an unserem eigenen Kaffee und demnächst wird der online erhältlich sein. Außerdem Shoutout an Vadim und an Red Bull, die uns mal wieder hier versorgt haben für die nächsten Wochen. Und natürlich ernähren wir uns hier auch nur sehr gesund, denn wie ihr seht, haben wir auch Proteinriegel für die Gains am Start. Hinten, wo die Tür ist, haben wir vorher gestreamt, bevor es den Rohrbruch gab. Pack euch mal ein paar Bilder rein, damit ihr sehen könnt, wie unser Setup vorher aussah. Diesen Ball von Nizza hat der Roos vom Präsidenten des Vereins überreicht bekommen und wie ihr sehen könnt, sind die auch absolute Fußballprofis. Also klar, vielleicht spielen wir auch selber, wenn wir unseren Verein gekauft haben. Und das ist alles in allem der aktuelle Stand von unserem Office. Es fehlen noch einige Sachen, wir haben ein paar Bestellungen gemacht, das wird alles noch ankommen. Aber sobald alles ready ist und wir auch schon mit dem Podcast gestartet haben, werde ich noch ein Update machen, damit ihr sehen könnt, wie sich das hier alles entwickelt hat. Und auch ihr könnt hier sehr gerne vorbeikommen, wenn hier alles fertig eingerichtet ist. Freunde, das war ein kurzer Überblick über unser neues Office. Wir werden da auf jeden Fall noch einiges machen, wie ihr gesehen habt. Das Ding ist noch lange nicht fertig, aber es ist schon mal so einsatzbereit, man kann da arbeiten. Ich habe noch was Kleines für euch, und zwar wurde ich eingeladen von der Sony zu der Alles Live Tour. Das ist eine Tour, die jedes Jahr stattfindet mit mehreren Newcomern, die sich einfach beweisen können, was sie so live so drauf haben. Und dieses Jahr waren vier sehr, sehr starke Künstler am Start. Ich habe das Ganze gefilmt, ich habe die Auftritte gefilmt, ich habe mit den Künstlern kurz gesprochen und die gefragt, was so ihre Einflüsse sind, was ihr All-Time-Favorite Deutschrap-Song ist und noch vieles mehr. Checkt das auf jeden Fall ab.
in der aktuellen Lage, wo viele auch sagen, dass Newcomer live nicht so gut performen können, sind das tatsächlich sehr, sehr starke Künstler. Gebt euch das, gebt ihnen eine Chance, hört die Musik und schreibt mir in die Kommentare, von wem wir diese Stühle bekommen haben. Schreibt euren Instagram-Namen drunter und ich suche mir 2 oder 3 Leute raus und schicke euch geile deutsche Boxen. Yo, was geht? Mein Name ist Laplace. Ja. Hi, ich bin Soba, ich bin 25. Oh, ich habe irgendwie schon immer Musik gemacht und dann irgendwann mal während des Studiums war mir sehr langweilig. Ich bin zur Musik gekommen durch meinen besten Kumpel. Der hat angefangen mit Musik, der ist 2 Jahre älter als ich. Und das heißt, er war ein bisschen früher cooler als ich. Und der war immer so mein Vorbild, der hat sich dann irgendwann ein Mic gekauft. Hatte dann ein neues Mic, ich habe so ein altes Mic bekommen und dann habe ich nachgezogen und mir einfach gekauft. Ich habe vor 7 Jahren angefangen Musik zu machen und es war alles ein bisschen Zufall. Ich habe so einen alten Mac von meinen Eltern aufgemacht, da war GarageBand drauf. Mir war einfach wirklich ziemlich langweilig und dann hatte ich Spaß dabei, habe es jeden Tag irgendwie oder alle paar Tage immer wieder gemacht und so hat sich das dann langsam entwickelt. Also so einen richtigen Anfang zu finden ist, glaube ich, etwas schwer, aber ich würde sagen, ein Kumpel damals in der 6. Klasse ungefähr, glaube ich, der hatte mir, ich glaube, wir haben uns über Beatboxen kennengelernt und der hatte gerappt und Rap gehört und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so gesehen, was Rap ist und da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal in die Berührung gekommen. Absolutes Traumfeature wäre natürlich The Weeknd, aber ich weiß nicht, ob der sich jemals bei mir meldet. Boah, das ist eine gute Frage. Boah, ich glaube, Justin Bieber. Boah, diese Frage habe ich vor ein paar Tagen tatsächlich beantwortet. Ich habe 2 mein Traumfeature. Einmal wurde Kanabe. Meine 2 Traumfeature wären Apache und Pascha. Schon UFO. Balladen, Kwami. Das ist eine Frage, Alter. All time mit einem deutschen Song. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so Deutschrap. Kriege wahrscheinlich viele Hater, aber ich glaube irgendwas von Crow, safe. Digga. Krasse Frage. Lieblingsdeutschrap-Song of all time ist bei mir Agatha Franklin Freestyle von Rin. Also ich höre nicht so viel Deutsch. Ich höre eigentlich echt mehr mit das. Aber wenn es ein Deutschrap-Song wäre, dann wahrscheinlich No Days Off von Froome. Die Tour war wirklich sehr, sehr krass. Alle Leute haben krass mitgemacht. Es war so ein schönes Gefühl, einfach die Crowd zu sehen, die einfach die Songs mitperformen konnten. Das war wirklich atemberaubend. Also for real. Werde ich nie in meinem Leben vergessen wahrscheinlich. Geisteskrank. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Abriss wird. Also wirklich geisteskrank. Die Leute sind so abgegangen. Crazy. Die Tour war sehr krass. Wir sind heute bei der vorletzten Stadt. Ich glaube, wir haben so ein bisschen geredet. Wir haben uns alle nicht gedacht, dass es so krass wird und wir uns so gut verstehen. Wir haben echt viel Spaß gehabt und ich hoffe, das geht morgen auch nochmal so weiter. Also ich finde die Tour bis jetzt sehr gut. Die Crowds waren sehr enthusiastisch dabei, hatten einen sehr schönen Start und ich glaube auch jetzt so, wo es sich dem Ende zuneigt, einen schönen Abschluss. Boah, Pläne für die Zukunft, gute Frage. Irgendwann eigene Insel, auswandern, aber jetzt erstmal fürs Erste weiter mit Musik machen. Einfach hoffentlich weiter Konzerte und irgendwelche Festivals und so. Dieses Jahr kommt ein Album im Sommer. Hört auf jeden Fall rein. Ich habe noch ein Festival-Stop jetzt fürs Erste am 19. Mai auf dem Campus-Festival in Konstanz, genau. Yes. Safe, dieses Jahr kommt eine EP von mir. Ich freue mich, meine
zweite EP, es wird crazy. Dann gehe ich noch auf Tour im November, kommt gerne rum. Und ja, das sind so die Pläne, ganz viel Musik releasen und viel live spielen. Ey, meine Pläne für die Zukunft, jetzt vor allem 2023 so viel machen wie nur geht. Vor allem Singles droppen. Tatsächlich glaube ich gerade Quantität ist mehr als Qualität am Anfang immer. Und ich hab Bock. Weiter Musik machen, mehr Musik machen und ja, sich zeigen. Genau, es ist noch nicht geplant, aber ja, Singles auf jeden Fall. Album, EP wird sich dann entweder ergeben, wie es dann weiterläuft. Wo hast du den Platten? Hier vorne rechts. Und was hast du gemacht? Du Wichser. Ja, ich weiß, meinen Reifen aufpumpen. Ich pump. Auf einmal, boom! Ich höre, alle gucken mich an. Ich so, fuck, ich habe einfach zu viel Luft reingemacht. Und der Reifen ist aufgeplatzt. Der ist auch der ADAC, Mann. Das ist der ADAC. Ja, ich freue mich schon auf die Fahrt mit dem jetzt. Viel Spaß.